Ja, weiter geht's heute in FIFA und wir spielen heute auswärts beim VfL Wolfsburg. Da wollen wir die nächsten Punkte holen und dann geht's ja Richtung Transferperiode. Da dürfen wir dann wieder neue Spieler kaufen. Die erste Priorität wird wahrscheinlich der Vertrag von Aubameyang sein, wenn ich hoffe, dass er dann bleibt oder dass er nicht wieder uns verlässt. So, auf geht's. Erstmal, wie gesagt, nach Wolfsburg. Wir haben 8 Punkte Vorsprung. Auf eben jene Wölfe. So, auf geht's. So, okay, gehen wir rein ins Match. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen ja, da muss jeder Abwehr hellwach sein. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Genau so ist es. Und man muss aufpassen, die Wolfsburger haben gegen Bayern auswärts 2 Tore Wir begrüßen Sie geschossen. herzlich aus der verschneiten Volkswagen Arena, liebe Fußballfans. Willkommen zu dieser Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. So, Die damit, Partie hat auf begonnen. geht's. Wolfsburg hat angestoßen. 2 Siege zu 0. 3-0 in Köln, 4-0 Mainz. Mal gucken, ob es ein 5-0 gibt. Nein, Spaß beiseite. Also wenn es ein 1-0 gibt, ist es mir da, oder keine Ahnung, 2-1, ist mir das relativ wurscht. 3 Punkte sind 3 Punkte. Am Ende ist es mir wurscht. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Aber Wolfsburg wird eine andere Hausnummer als Mainz in Köln. Abgesehen davon. Da haben Sie jetzt eine Kaminski. Der erstmal vorbeigeht und dann ist es so wird das Inzaghi. Der ist da. Aber Norbert erstmal. Der gut. Ball wird kurz gespielt. Oh nein. Ja, schön gemacht. Niemand kann ihn aufhalten. Kudos. Gutes Dribbling. Chance zur Führung. Und jetzt Ball. Haben sie die große Chance zur Führung. Aus Schiri. 11 Metern. War Ball gespielt, oder? Eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen. Okay. Nee, alles gut. Meter. Ich hab's und erst anders gesehen. Karte alles klar, mein drauf. Fehler. Das soll jetzt hier das 1 zu 0 werden. Und er macht Jo, Baku. 0-1. Also 1 an Wolfsburg. Scheiße. Da ist dieser Elfmeter nochmal. Der Ball kommt in die Mitte. Ist schon erstaunlich, dass das ein Tor geworden ist. Also hätte man schon halten können.
Da fängt das schon mal sehr gut an. Früher Rückstand für unsere Truppe. Erstes Gegentor wieder nach zwei Spielen. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Williams. Staffelidis. Ah, Schelderup mit Ballverlust. Ja, Ballverlust war richtig. Aber er geht hinterher und provoziert den Ball. Nee, das ist war Kaminski erstmal. Ja, schönes Ding da. Gut. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, dem Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor von Borussia Dortmund. Über Tempo. Schütze des Tors ist Thiago Absatz. Alcantara. Die Defensive hat sich da einen schweren Schnitzer erlaubt und da ist er natürlich da. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 18 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ich glaube, was war das jetzt, 1:0 Dortmund oder was? Ich hab's gerade richtig gehört. Vor dem Spiel stand ich natürlich im Mittelpunkt der Diskussion. Ich habe nur Torsieg, nur Luna Packer, aber jetzt nicht mitbekommen, weil ich mich aufs Spiel konzentriert habe ein bisschen. Absolut. Eckloff. Vielleicht hat er jetzt eine Möglichkeit, wieder alles gut zu machen. Der Stuttgart der Youngster 1:1. Und dann fällt der Ausgleich. Wieso unter den Elfmeter, der seinen Kollege da verursacht? Ein ehemaliger Stuttgarter Youngster mit Laurin Ulrich. Jetzt macht Eckloff das 1:1. Letztes Spiel wirkungslos ausgewechselt. Jetzt hat er sein Tor gemacht. Gefährlicher Steilpass. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Jedenfalls 1:1. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Williams. Er ist frei, da kann was drauf werden. Ah, 2:1 in Yaki. Wieder die frühe, wieder die Führung. Einfach richtig stark. Da kann er einfach mal durchmarschieren durch unsere Abwehr. Viel zu offen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er. Ja, aber das ist schön, wieder in die Partie zurück. Im Tor unterzubringen. Zieht in die Mitte. Schuss kommt nicht durch. Schöner Pass. Und Aubameyang. Ballverlust Aubameyang. Sehr gut. Es war keine Absicht. Er sollte auf Eckloff gehen, der Ball. Das frühe Stören jetzt. Williams. Im Spiel von Mainz ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt alle Infos dazu. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mainz. Der Torschütze heißt Markus Ingwertsen. Der Angriff könnte was werden. Boah. Ah, das war wichtig für das Durchfall. Aufpasst. Plötzlich wurde es richtig gefährlich für die auf den anderen Platz, den wir leider unterbrechen mussten. Bayreuther. Mainz hat also ein Tor erzielt. Der neue Spielstand nun 1:1. Jetzt wieder Ballbesitz für Wolfsburg. Wieder aufgepasst auf Wolfsburg. Wolfsburg kommt über den Flügel. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ja, ja, gut gemacht. Abwehr kann erstmal durchatmen. Scheiße. In die Pause. Durch das scheiß falsche Entscheidung getroffen, zweimal jetzt. Beendet. Es ist was drin. Was mal so. Es ist halt ein blöder, ungünstiger Rückstand, aber es ist halt ein bisschen was drin. So, jetzt muss ich wechseln leider, weil da einer meiner Sechser leider ein bisschen mit Geld vorbelastet ist, deswegen. Die Schiedsrichterin pfeift an, Durchgang 2, wir machen weiter mit dieser Partie. Wieder kommen wir nicht durch. Jetzt Oskar. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ganz stark gemacht. Oh, und Kudos! Mit der riesen Chance auf das 3. Denn damit hätten sie hier die Führung
verdoppeln können. Ja klar, sie führen, läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Ja, aber wie gesagt, wir nehmen es Kleefisch. Viele Fehler da. Wieder der Fehler. Was können wir heute von Aubameyang erwarten? Wie siehst du es, Buschi? Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Aubameyang, jetzt mal mit. Hat er wenigstens den Platz? Aubameyang, 2-2. Yes! Wunderbar. Auch da haben wir wieder gesehen, wie brillant er ist. Gerade auch in solchen Situationen. Ausgleich in Wolfsburg. Yes! Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Es gibt einen Treffer von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der genau, schön, schön drauf. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Dieses Tor wurde durch einen Abwehrfehler begünstigt. Das darf natürlich nicht passieren. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind... Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Aktion geht weiter. Ah! Noch im Spiel, Castells! Das war auch wieder eine falsche Entscheidung. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor, ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Gut gemacht, da. Gut aufgepasst. Bogala Staphylidis. Ja, das Problem ist jetzt einfach, dass ich gerade die keine... Wir freuen uns auf die gemacht. Nächste Bundesliga-Begegnung für den VfL Wolfsburg. Dann geht es... Abseits. Da waren sie einen Tick zu früh. Sie nehmen den Wechsel vor. Baku. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor Matcher. Für Leverkusen. Gutes. Der neue Spielstand damit 1-1. Gespielt sind 67 Minuten. Danke für das Update. Der Ball war nicht platziert genug. Gut gehalten von Loppert im Münster. Oskar. Da haben sie jetzt einige Optionen. Der Schuss. Der Torwart ist da, hängt zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet ein klasse Keeper aus. Ein echter Ritter. Sie wechseln also aus. Gut gemacht, da. Ah. Gute Aktion. Ach, Mann! Kollegen bieten sich an. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Oh, ist es nicht. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Aubameyang! Tor für den für die Spielfahne um Bayreuth. 3-2 in Wolfsburg. Aubameyang. Yes! Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielt da. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Und Castells ohne jede Chance da irgendwas zu reißen. Jedenfalls führen wir jetzt mit 3-2 auswärts in Wolfsburg. So, Wanicek noch mal reinbringen. Ach nee, ich habe ja schon Kleefisch gebracht zur Pause. Viel zu schnell und yes. Abschluss auch noch. 15. Saisontor. Für ihn. Da, jetzt gibt es den Vierfachwechsel sogar. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Aubameyang vielleicht nochmal eine Eckdorf-Chance. Feierabend. 2-4. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Yes.
Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Spiel gedreht. Einfach an Wolfsburg geführt. 2-1 an Wolfsburg geführt. Und am Ende wird wahrscheinlich Bayreuth hier diese 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Liga Neckloff mit dem Doppelpack. Hat er denn am Anfang sein Tor gemacht. 4-2 steht es damit. Hier ist einiges los. Mit seiner Willensleistung. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. So, mal gucken, was Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Ob die Truppe aus Wolfsburg hier nochmal ein bisschen was machen kann. Nein, lange erstmal. Kein Konter. Aber es wird wahrscheinlich das Ende sein. 4-2. Williams. Misslungener Rote. Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Hier kommt die Nachspielzeit. Oh, und dann ist es nochmal Pierre-Emerick Aubameyang. Von Castells. Und dann wird es wahrscheinlich das Ende sein. Jetzt ist es aus. Wolfsburg verliert mit 2-4. Wir holen unseren dritten Sieg in Folge. Dieser Begegnung in der Liga. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende. Und damit werden sie zufrieden. Ja, 4-2 jedenfalls. Am Ende. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur. Hat seine Tore gemacht. Und man hat auf jeden Fall das Spiel verdient gewonnen. 4-2, 7-6 Torschüsse und man gewinnt das Spiel auswärts in Wolfsburg mit 2. Oh, Bayern gewinnt in Dortmund. Für uns ist das eigentlich schon wieder sehr, sehr gut, dass wir das Ding hier heute gewonnen haben. Also beenden wir meines Wissens die Hinrunde auf Platz 2, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Ja. 2 Punkte, zweiter. Hinter mit den Bayern. Die 5 Punkte weg sind, wo wir das direkte Duell ja verloren haben, mit 1-3 in einem heimischen Stadion an Dortmund auch vorbeigehüpft. Ja, kann man so erstmal stehen lassen. Ich bin super zufrieden, was die Hinrunde betrifft. Der nächste Gegner ist dann am 25. Januar der VfL Bochum. Ich beende jetzt mal eine Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es erstmal ein bisschen um Transfers. Bis dahin. Tschüss.